heute kam meine Girl Cave Bestellung an mit meinem Thought Pulli. Heute ist ein relativ busy Tag. Ich habe gleich einen Termin und danach fahre ich kurz zu Aki, weil sie hat sich den Pulli auch mitbestellt und dann bringe ich ihr den vorbei. Ansonsten streame ich heute Abend, weil ich einen neuen Streamingplan habe. Und zwar streame ich jetzt auch montags und zwar dann auch immer ab 19 Uhr anstatt 20 Uhr. Ansonsten habe ich irgendwie total Probleme mit dem Hochladen von meinen Wochenvlogs. Der ist jetzt für 24% hochgeladen. Ich habe heute Morgen damit angefangen. Es geht. Das letzte Mal war es noch schlimmer. Aber ja, ich hoffe mal, dass ich irgendwie eine Lösung finde, das irgendwie immer rechtzeitig hinzubekommen. Weil ich habe jetzt schon Angst, dass der wieder nicht bis 18 Uhr komplett hochgeladen ist. Aber ja, wir werden es sehen. Ich werde das jetzt einfach hier laufen lassen und dann halt, wenn ich wiederkomme, gucken, ob das jetzt online ist oder nicht. Und ja, ich muss jetzt gleich los, deswegen gehe ich noch eben Zähne putzen. Ich bin so im Eimer gerade. Ich hatte, wie gesagt, einen sehr busy Tag heute, aber auch einen sehr schönen Tag. Ich bin heute echt wieder, keine Ahnung, super glücklich und super dankbar und super mit Liebe gefüllt. Und ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Stream. Ich habe so einen kleinen TED-Talk gehalten am Ende. Super schön und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es irgendwie sehr vielen Leuten geholfen hat, was ich da erzählt habe. Ich hoffe es zumindest, weil mir das halt sehr wichtig ist, weil ich halt eben zwar auch für Unterhaltung und sowas sorgen möchte, aber halt auch Leuten etwas mitgeben möchte. Und das hat mich heute sehr erfüllt und sehr glücklich gemacht. Ansonsten habe ich halt auch Freunde wieder gesehen. Oh Gott, okay. Ich weiß auch nicht. Ach ja, Leute. Nein, ich hatte einen schönen Tag. Ja, ich bin jetzt aber echt kaputt, weil es sehr anstrengend war. Und ja, ich habe jetzt auch rausgefunden, wie das Ganze mit dem Vlog hochladen funktionieren wird und sowas. Ich habe das einfach falsch gerendert die ganze Zeit, die Videos. Meine Dateien waren 20 GB groß, anstatt circa 3. I got it now. Ich habe es gefixt. Und jetzt dauert das auch alles gar nicht mehr so lange mit dem Rendern und mit dem Hochladen. Das heißt, ab nächster Woche, dieser Vlog hier, kommt pünktlich am Montag online und nicht erst Dienstag, weil ich es verkackt habe. Ich bin froh. Es fügt sich immer irgendwie alles. Haha. Wir haben 2:30. Ich bin heute erst um 12 Uhr aufgestanden, weil ich gestern extrem müde war und ich mir heute dann einfach mal solide 11 Stunden Schlaf gegönnt habe. Manchmal muss das einfach sein, vor allem wenn der Körper gerade ein bisschen schwächelt. Okay, eine kleine Sache, weil ich will eigentlich gleich meinen Schrank ausräumen, aber ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich. I don't know. Keine Ahnung, mir ist gerade mal bewusst geworden. Das Schlimmste daran, dass ich gerade meinen eigenen Wert kennenlerne und mich selbst so sehr zu lieben lerne, ist einfach, dass ich auch gleichzeitig halt realisiere, wie schlecht mich andere Menschen behandeln. Nicht alle natürlich. Und es ist einfach scheiße, das zu realisieren. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll oder kann in Zukunft. I don't know. Ich möchte auch nicht jeder Person jetzt sagen, ja, also ich kann sowieso ja auch von anderen nichts erwarten. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, hör auf, das und das zu machen oder sei mehr so und so zu mir oder sowas. Das kann ich ja nicht machen. Ich glaube, das Beste und das Einzige, was ich machen kann, ist, Leuten ehrlich zu sagen, wie ich mich fühle. Ja, das ist alles nicht so ganz einfach gerade. Naja, zumindest mein Kleiderschrank. Er braucht Hilfe. Er braucht dringend Hilfe. Ich schäme mich schon fast, das zu zeigen, aber hier drin ist das pure Chaos. Hier ist nichts mehr sortiert. Es ist so viel Trash hier drin. Oh mein fucking Gott, Alter. Und auch hier unten sieht es nicht besser aus. Es wird ein paar Dinge geben, die ich auf gar keinen Fall mehr verkaufen kann oder sowas. Die werde ich dann einfach entweder so in so ein Kleiderspender-Dings tun, obwohl das auch immer scheiße ist, weil das auch immer nur in sehr arme Länder geschickt wird und dann da eigentlich auch schon Tonnen an Klamotten liegen, die niemand braucht. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Deswegen, Leute, ich muss mich mal informieren, wo man Klamotten wirklich gut spenden kann, weil diese ganzen Kleidercontainer sind eigentlich echt für den Arsch.
mein Kleiderschrank ist jetzt aufgeräumt. Hier hängen halt noch so ein paar Pullis. Es ist immer noch viel, außer bei den T-Shirts. Ich habe irgendwie viel zu wenig T-Shirts. Ja, hier unten ist es jetzt auch ordentlich. Diese Sachen habe ich komplett aussortiert. Und diese Sachen versuche ich zu verkaufen. Mal gucken, ob das irgendwie erfolgreich sein wird oder nicht. Dieses befreiende Gefühl ist irgendwie nicht da. Und es wird jetzt sehr viel Arbeit, die Sachen tatsächlich zu verkaufen. Ich muss auch mal bei meinen Jacken und Schuhen nochmal gucken, ob ich da irgendwas verkaufe. Oder wegschmeiße, weil manche Schuhe sind einfach komplett durchgetragen. Heute scheint die Sonne ein bisschen, ich denke mal nicht mehr so lange, aber die Bäume haben schon Knospen bekommen. Das heißt, bald wird er wieder anfangen zu blühen und da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, ich sollte nicht in fremde Wohnungen filmen. Ich bin gerade, ich bin gerade wach geworden. Mich fragen öfter mal Leute wegen meinem Bullet Journal, wie das so aufgebaut ist und sowas. Und ich wollte jetzt kein separates Video zu machen, weil ich glaube, so viel Inhalt gibt es da nicht. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal hier und zeige euch mal so, wie mein Bullet Journal aufgebaut ist. Das ist ein relativ hochwertiges. Ich weiß nicht genau, woher das ist. Ich habe das geschenkt bekommen. Aber ja, wenn man das jetzt aufschlägt, dann sieht man erstmal, dass ich hier ein paar Sticker sammle, beziehungsweise Sticker einfach reingeklebt habe. Zum Beispiel vom Young Woofy Man oder von BTS. Oder ein paar asiatische Sticker oder ein Dino. Dann habe ich hier mit einer Büroklammer meine To-Do-Liste. So, das ist meine generelle To-Do-Liste. Da stehen halt alle Sachen drauf, die ich in Zukunft noch so erledigen muss. Und dahinter sind meine Affirmationen, die ich jeden Morgen lese. Dann ist die nächste Seite mein Key. Und zwar einmal Bullets, das heißt, das ist das für Task und Event, Appointment. Wenn ich eine Sache angefangen habe, completed habe, verschoben, eine Deadline oder important Sachen. Und hier unten sind meine Colors. Das ist halt mein Color Code für die ganzen Termine. Ich habe mir das jetzt so eingeteilt. Einmal Uni, Arbeit, Stream, beziehungsweise alle, was mit Stream und YouTube und Instagram und sowas zu tun hat. Fun, Freizeit, Doctor, Health und Fitness, also alles, was damit zu tun hat und important. Dann ist auf der nächsten Seite mein Index, also mein Inhaltsverzeichnis. Das actually benutze ich nie. Dann habe ich hier meinen Übersichtskalender und dann bei den Terminen, wo was ist, einmal umkreist und dann darunter geschrieben, hier zum Beispiel 21. Februar, das ist mein Geburtstag. Und dann habe ich hier auch die Farben immer je nach Monat quasi angepasst. Im Winter blau und dann im Frühling lila und dann wird es zu gelb und rot und hier habe ich schon die Gamescom eingetragen. Dann auf der nächsten Seite ist My Years in Pixels, weil ich meine Mood tracke. Ich habe das erst mit mehreren Farben machen wollen, aber das war mir dann zu unübersichtlich für dieses Pixel-Ding. Deswegen habe ich mich nur für 5 Farben entschieden. Und dann trage ich halt an jedem Tag ein, welche Farbe, welche Mood ich hatte an dem jeweiligen Tag. Dann habe ich auf der nächsten Seite meine Bucketlist. Die zensiere ich mal eben ein bisschen. Ja, das sind hier 16 Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Aber das sind halt alles private Ziele und sowas, damit ich einfach meine Ziele nicht so aus dem Auge verliere. Dann auch eine sehr interessante Sache. Habe ich eine 30-Days-Challenge. Und zwar das für jeden Monat im Jahr. Und dann trage ich hier immer ein, welche Challenge ich jeweils im Monat mache. Im Januar habe ich die Veganuary-Challenge. Hier an der Seite habe ich dann halt noch so meine Ideen, was ich so habe. Zum Beispiel 2 Liter Wasser trinken pro Tag. Oder in einem Monat 5 Bücher lesen, kein Instagram, Twitter benutzen und so weiter und so fort. Also das sind alles so Ideen für die 12 Monate. Und dann kommt etwas, das ist jetzt nämlich knapp vor den Kalendern. Und zwar habe ich hier einmal 2019 zusammengefasst, was alles 2019 passiert ist. Zum Beispiel Streaming angefangen, eigene Community aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann mache ich meine Pläne für den nächsten Monat auch immer. Hier habe ich halt zum Beispiel 12-Stunden-Stream, letzten Unikurse besuchen und so weiter und so fort. Da habe ich das meiste auch von geschafft gehabt, von meinen Januarplänen. Und so kann man halt auch immer nochmal dann seine Pläne quasi aufteilen auf die einzelnen Monate. Und dann geht es auch schon mit dem richtigen Kalender los. Und zwar hier habe ich dann immer das Deckblatt quasi für Januar. Hier unten tracke ich meine 30-Tage-Challenge. Hier sieht man, Veganuary habe ich zwar eigentlich durchgezogen, aber ich habe aus Versehen 3-mal was nicht Veganes gegessen. Und hier habe ich dann auch immer meinen Moodimeter für den jeweiligen Monat, wo ich dann halt auch immer meine Mood ankreuze und dann quasi verbinde, dass ich dann hier am Ende so einen Graphen habe. Und so sieht dann halt meine Woche aus, dass ich halt hier quasi Montag, Dienstag, Mittwoch, 2
immer Mittwoch aus Versehen. Manchmal fällt man halt ein bisschen. Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe hier auch sehr viel ausgetippt, weil ich hier noch immer BWL-Lernen drin hatte. Das habe ich weggemacht. Aber so sieht das dann quasi aus. Und zum Beispiel hier steht dann zum Beispiel, mache ich am Rand immer meine To-Dos und hier meine Termine. Also immer, dass quasi rechts meine Termine sind und links meine To-Dos. Für den April ist hier natürlich auch schon Madeira eingetragen. Hinten tatsächlich habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht. Und zwar ist hier zum Beispiel mein zweiter Zwischenstunden-Stream, den ich geplant habe. Also wenn ich Notizen machen will, dann mache ich das immer hinten. Oder hier, was kann ich im Stream noch machen? Was kann ich auf YouTube machen? Meinen Lernplan habe ich hier auch aufgeschrieben. Hier sind Tattoo-Ideen von mir eingeklebt. Ja, und das ist eigentlich schon all in all mein Bullet Journal und wie es aufgebaut ist. Also ich hasse es ja, Lebensmittel wegzuwerfen, aber bei so Sachen wie braunen Bananen bin ich schon ein bisschen pingelig. Okay, Leute, ich mische gerade eine Haarfarbe an. Das ist die alte Haarfarbe, die werde ich nicht mehr benutzen. Die stand die ganze Zeit im Kühlschrank. Aber ich habe sie quasi als Referenzfarbe. Man sieht das jetzt hier kaum, die Unterschiede tatsächlich. Aber ich versuche das halt genauso anzumischen wie das da. Ja doch, ich glaube, damit bin ich zufrieden mit der Farbe. Ja doch, come on. Ich klatsche mir jetzt diese Farbe auf die Haare. Wuhu! Okay, ich glaube, mittlerweile fühle ich mich wieder einigermaßen in Ordnung, um vor der Kamera zu reden. Ich hatte heute einen sehr belastenden Tag. Ich bin heute Morgen eh schon mit Anxiety aufgewacht, weil ich im Schlaf eine Panikattacke hatte. Good for me. Mittlerweile geht's wieder. Ich habe auch irgendwie CBD-Öl genommen. Leute, ich kann es jedem empfehlen, der Probleme mit Panikstörung hat oder Anxiety hat. Ist das gleiche. Whatever. CBD-Öl hilft auf jeden Fall immer eigentlich ganz gut. Ich habe heute sehr viel über dieses ganze Corona-Thema halt irgendwie nachgedacht und das ist mich sehr belastet. Ich habe auch gerade eine ellenlange Instagram-Story dazu aufgenommen und habe schon mit sehr vielen Leuten geschrieben und mich ausgetauscht und dadurch geht es mir jetzt auch gerade sehr viel besser, weil ich einfach gerade, ich weiß nicht, es fühlt sich alles so surreal an. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so, es passieren so viele Dinge und man kann nichts mehr planen. Ich weiß nicht mal mehr, wann meine Uni beginnt und sowas und das ist alles so surreal einfach und keine Ahnung. Es ist alles merkwürdig. Freaking merkwürdig und ich weiß nicht, was ich von dieser ganzen Situation halten soll. Ich weiß nicht, ob ich nach Madeira fliegen kann. Ich versuche mich jetzt einfach nicht mehr so viel davon irgendwie runterziehen zu lassen und es wird schon einfach alles so kommen, wie es kommen soll. Man muss sich halt irgendwie immer den Situationen anpassen. Aber es ist halt einfach so. Ich habe in meinen 22 Jahren noch nie so einen Ausnahmezustand erlebt, wo man auf einmal nicht mehr normal vor die Haustür gehen kann, wo man Angst haben muss, in Quarantäne gesteckt zu werden, wo man nicht mehr in die Schule geht oder zur Uni oder was auch immer, wo Läden schließen, wo Einreiseverbote herrschen und sowas. Das habe ich halt noch nie erlebt. Deswegen ist es halt einfach alles ein bisschen gruselig. Vor allem für jemanden wie mich mit Panikstörung. Aber naja, was ich auch gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist gerade Zusammenhalt und auch Austausch und einfach, dass wir alle wissen, dass wir nicht alleine sind. Wie gesagt, ich denke, wir sollten alle vorsichtig sein, wir sollten alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber uns auch nicht verrückt machen und auch nicht in Panik verfallen. Ich bin auch nicht in der Panik, sondern es ist einfach, es ist ein ungutes Gefühl einfach. Ich habe auch ein paar gute Neuigkeiten, zum Beispiel kann ich morgen meine neue Brille abholen, da freue ich mich schon sehr drauf. Auch wenn mein Konto sich nicht sehr darüber freuen wird. Und was ich gerade auch noch mache, ist, ich versuche gerade meinen Pokédex noch zu füllen. Und ich habe gerade mein Lieblings-Pokémon gefangen. Wuhu! Das ist halt auch das Gute. Ich kann jetzt einfach mal meine Zeit dafür nutzen. Ich kann mehr streamen, ich kann vloggen, ich kann all dies machen. Vielleicht fange ich den nächsten Tage auch mal an, wieder richtig aktiv Musik zu machen. Ich hoffe, für euch ist irgendwie auch alles in Ordnung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Samstagnachmittag-Call. Zum einen haben wir eine neue Brille. Oh mein Gott, das ist so ungewohnt. Also es ist erstens ungewohnt, mich mit einer anderen Brille zu sehen, aber es ist auch so ungewohnt, zu sehen. Es ist so komisch gerade. Wenn ich nah auf Sachen gucke, geht's, aber je weiter ich weggucke, desto mehr kriege ich Kopfschmerzen, Alter. Egal. Und zum anderen, toller Samstagnachmittag-Call. Hamster-Einkauf! Wuhu!
Okay, ich habe mich sehr eingedeckt jetzt mit sämtlichen Lebensmitteln, die lange halten. Einerseits denke ich mir, wow, you stupid bitch, warum machst du das mit? Warum machst du diese Panik mit? Aber andererseits denke ich mir, egal was jetzt kommt, ich kann in Quarantäne gesteckt werden, das ist egal, ich werde überleben. Ich habe meine Lebensmittel, also ich habe Konserven. Erbsen, Kichererbsen, Linsen, noch mehr Erbsen. Pesto. Zweimal das grüne vegane Pesto, weil it's delicious. And it's vegan. Ich habe auch die letzten beiden Ingwer-Shots gekauft. Und zwei Smoothies. Maiskörbchen. Zwiebeln. Und zweimal Sojamilch, einmal Hafermilch. Vier Packungen passierte Tomaten. Und ich habe auch Nudeln gekauft. Okay, meine Kamera hat nicht mehr aufgenommen. Ja, ich habe einfach meine Hamsterkäufe noch zu Ende ausgepackt. Ich möchte noch etwas sagen, und zwar, ja, ich habe jetzt extrem viel eingekauft und sowas, aber ich möchte jetzt auch versuchen, so lange wie möglich nicht einzukaufen und so lange wie möglich damit zu überleben. Quasi das halt jetzt alles aufzubrauchen, auch was schon vorher da war, dass ich einfach mal alles aufbrauche, was da ist, anstatt irgendwie immer Neues zu kaufen und alles wegzuwerfen und sowas, weil ich halt auch irgendwie immer viel Lebensmittel weggeworfen habe und sowas. Jetzt habe ich aber vieles, was halt auch sehr lange haltbar ist, und deswegen versuche ich das jetzt einfach mal so lange wie möglich alles zu benutzen. Ist halt gerade einfach alles schwierig. Wie gesagt, ich habe das jetzt gemacht, damit ich einfach vorbereitet bin, falls ich irgendwie in Quarantäne gesteckt werde und das Haus nicht mehr verlassen darf, weil das wäre echt kacke für mich. So, ich sag's wie es ist, das wäre scheiße für mich, und ich wüsste auch nicht, wie ich dann an Lebensmittel komme oder sowas, die ich brauche und die ich gerne essen möchte. Ansonsten versuche ich mich jetzt erstmal mit meiner neuen Brille abzufinden, Alter, das ist so ungewohnt. Es ist so ungewohnt. I mean, I like it, aber es ist so ungewohnt. Okay, Leute, peace.